Hallo, heute habe ich einen Tipp für die Android-Benutzer unter euch. Also wer ein Tablet oder ein Handy mit dem Android- oder Android-Betriebssystem hat, der kann sich jeden Tag bei Amazon eine kostenlose App runterladen. Heute ist irgendwie so ein Delfinspiel da. Was auch immer, aber wenn man hier drauf drückt, hat man es kostenlos. Und einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und alles, was ihr dazu benötigt, sind zwei Sachen. Als erstes, ihr müsst einen Account bei Amazon haben. Den kann man ja anlegen, ohne was zu kaufen. Das ist die eine Sache. Und als zweites, ihr müsst diesen App-Shop runterladen auf euer Tablet oder Handy, damit ihr das alles verwalten könnt. So, und auf dieser Seite, also wenn ich hier drauf drücke, komme ich auf diese Seite, findet man noch eine kurze Anleitung, weil es gibt eine Besonderheit, die Android-Handys haben eine Einstellung, dass man Programme nur bei Google Play öffnen kann. Und deswegen muss man als erstes auf die Einstellung gehen und dort gibt es einen Punkt unbekannte Quellen. Und da einfach einen Haken rein und dann kann man auch über Amazon Spiele installieren. Und um das Programm runterzuladen auf eurem Handy, könnt ihr entweder hier das abscannen, das ist eine Möglichkeit, oder ihr gebt eure Handynummer oder eure E-Mail-Adresse ab an und dann wird der Link zugesendet, den braucht ihr dann nur anzuklicken und schon ist das Programm installiert. Und das Programm sieht dann folgendermaßen aus. Ich gehe mal hier auf Vollbild. Das ist eine ganz normale Oberfläche, wo man auch Programme kaufen kann. Über das Handy, das ist eine Möglichkeit. Hier kann man seine Gratis-App auch runterladen. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, wird das automatisch auf mein Handy gespielt. Das mag ich aber nicht. Ich zeige euch auch gleich, warum ich das lieber auf der Webseite mache. Und zwar gehe ich jetzt hier mal drauf und gehe auf meine Bibliothek. Das sind die Programme, hier steht Gerät, die ich auf den Rechner hier schon runtergeladen habe. Und hier sind die Programme, die ich mir über die Webseite geholt habe. Das heißt also, ich habe hier über 527 Programme. Ich habe es noch nicht aktualisiert, das sind bestimmt schon mehr, die ich mir über den Klick über die Webseite einfach mal gesichert habe, ohne die jetzt hier mal auf diesen Rechner runtergeladen zu haben. Und man sieht da ja auch, hier ist nicht nur Spiele, sondern ein Taschenrechner ist da. Hier ist irgendein Dinnerprogramm, ich weiß nicht, ob da Rezepte oder was ist. Hier ist ein Programm, um Akku zu sparen. Wird mir jetzt nicht viel passieren bringen, weil ich ja auf dem PC bin. Hier ist ein Audio-Tool, also nicht nur Spiele sind kostenlos. Und wenn ich ein Programm oder App haben möchte, klicke ich einfach auf Installieren. Dann wird es ganz normal, wie man das kennt, auf dem Handy runtergeladen. Das dauert natürlich ein bisschen. Habt da ein bisschen Geduld. Und euer Handy fragt dann nochmal ab, ob ihr das auch wirklich installieren wollt. Hier sind nochmal die, na, wie nennt man das? Berechtigung, die das Spiel gerne hätte, und dann bestätigt man das, installiert das. Und das dauert ganz normal ein bisschen. Vielleicht geht das auf dem Handy sogar noch schneller als hier auf dem PC. Und dann kann man es ganz normal öffnen. Das möchte ich mal jetzt nicht, sondern ich möchte euch mal zeigen, dass wenn ich jetzt hier auf meine Oberfläche gehe, das sieht jetzt ein bisschen anders aus, weil ich eine PC-Version habe, aber wenn ich mir alles anzeigen lasse, dann sehe ich auch hier,
Das ist genauso verfügbar, als hätte ich mir es von Google runtergeladen und ich kann es einfach spielen. Das hier sieht jetzt ein bisschen anders aus, weil ich über den PC das laufen lasse. Das wird jetzt nochmal vorbereitet. Auf dem Handy wird er da keinen Unterschied sehen. Dann könnt ihr sofort loslegen und spielen. Und so habt ihr ein kostenloses Programm mehr. Und jeden Tag gibt es ein neues kostenloses Programm. Und stellenweise, ich mache das mal wieder aus hier, sonst hört er mich ja gar nicht. Und stellenweise gibt es auch so Oster-, Weihnachten-, Sommeraktionen. Da gibt es 10 oder 15 Programme kostenlos bei Amazon. Es lohnt sich also, jeden Tag reinzuschauen und das mal runterzuladen. Und ich hoffe, ihr habt da was Nützliches jetzt gelernt oder erfahren von mir. Und ich werde den Link zu dieser Seite nochmal in die Beschreibung setzen und wünsche euch viel Spaß mit euren neuen Programmen oder Apps. Bis bald. Ciao.